Südtschad in Zentralafrika. Die Menschen hier kommen aus der Zentralafrikanischen Republik, dem rückständigsten Land der Erde. Sie sind auf der Flucht vor Krieg, Mord, Vergewaltigung. My name is Patrick Bandu. Ich bin Patrick Bandu und ich arbeite für Care International. Diese Krise scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Insgesamt leben hier 150.000 Menschen aus der Zentralafrikanischen Republik. Der Tschad ist arm. Die Menschen erhalten wenig Hilfe. Eine von ihnen ist Khadija. Früh am Morgen bringt sie ihre kleine Schwester zum Care-Ernährungszentrum. Ich füttere sie, ich ziehe sie an und ich wasche sie. Khadija ist 9 Jahre alt. Sie ist die Ersatzmutter für ihre kleinere Schwester. Das sind meine Aufgaben. Über 400.000 Kinder im Tschad sind stark mangel- und unterernährt. Auch in meinem Gama-Camp. Pro Monat können wegen fehlender finanzieller Unterstützung aktuell nur 12 Kinder mit Zusatznahrung versorgt werden. Khadijas Schwester wog mit 9 Monaten weniger als ein durchschnittliches Baby in Deutschland. Dank der Hilfe von Care geht es hier besser. Khadija lebt bei ihrer Großmutter Fatima. Sie macht sich Vorwürfe. Ich weiß nicht genau, welche Folgen Unterernährung hat, aber ich weiß, dass sie für Kinder sehr schlecht ist. Wir können nicht zurück. Das hier ist jetzt mein Land. Ich sterbe lieber hier. Zurückgehen wir nicht. Auch Abder Karim denkt so. Seit 4 Jahren lebt der 68-Jährige mit seiner Frau und den 11 Kindern in meinem Gama-Camp. Seit ich hier bin, mache ich mir Sorgen um meine Familie. Wie soll ich sie versorgen? Wie soll ich etwas zu essen auf den Tisch bringen? Wie soll ich sie zur Schule schicken? Abder Karim und seine Kollegen hatten Glück. Sie sind Teilnehmer eines Cash-for-Work-Programms von Care. Ich bin Gott dankbar. Ich bin nicht mehr der Stärkste. Aber wenn ich nicht arbeite, wer sorgt dann für meine Kinder? Care beschäftigt über 300 Bewohner des Maingama-Camps. Für viele ist dies die einzige Chance, sich ein kleines Kapital zu erwirtschaften. Von dem Gehalt werde ich Lebensmittel kaufen, Kleidung und 3 Ziegen. Nicht zum Essen, sondern um sie aufzuziehen und dann zu verkaufen. So kann ich länger für uns aufkommen. Abder Karim gehört zu den wenigen, die mit selbstverdientem Geld die Familie ernähren können. Neben der finanziellen Unterstützung hilft Care auch mit medizinischer Beratung. Ich war 14, als ich mein erstes Kind bekam. Inzwischen ist Sinama 32 Jahre alt und hat 6 Kinder und kann sie kaum versorgen. Die Mitarbeiter von Care beraten Frauen wie Sinama bei der Wahl der Verhütungsmethode. Deshalb hat sie sich ein Implantat setzen lassen, ein Verhütungsstäbchen in den Oberarm. Bevor man Kinder bekommt, ist es wichtig, zur Schule zu gehen und Französisch zu lernen. Schaut mich an, ich hatte nicht die Möglichkeit, die Schule zu beenden, weil ich viel zu früh schwanger geworden bin. Sinama möchte nicht, dass ihren Töchtern dasselbe passiert. Sie wünscht sich eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Für ein Mädchen ist es gut, wenn es verhütet. Wenn sie nicht aufpassen, dann werden sie zu früh schwanger und müssen die Schule abbrechen. Meine Mädchen sollen verhüten, bis sie die Schule abgeschlossen haben. Dann können sie Kinder bekommen. Sinama, Khadija und Abder Karim kann Care mit dem Nötigsten versorgen.
werden Sie nicht Vergesser. Unterstützen Sie uns dabei, Menschen im Tschad zu helfen. Ihre Spende zählt.